Willkommen zurück, liebe Leute zu Enshrouded. Wir sind auf dem Weg zum Schreiner. Den holen wir jetzt eben noch. Wie wir sehen können, habe ich das rostige Schwert ausgewählt. Das habe ich jetzt auch einmal verbessert. Dadurch hat es Giftschaden. Und dann schauen wir mal. Das ist jetzt ein Punkt schwächer als diese Stachelkeule. Hat allerdings jetzt Stichschaden, glaube ich. Aber wir gucken mal. Und wäre eigentlich nicht verkehrt, wenn ich da drüben landen könnte. Ach, jetzt habe ich übrigens auch den richtigen Bogen ausgewählt. Den hatte ich beim Ende der letzten Folge nicht ausgewählt. Das ist jetzt der neu gefundene Bogen. Jetzt springen wir erstmal. Ah, ist, glaube ich, auch egal. Wir lassen uns einfach treiben. Wir gucken, was kommt. Da kommen wir schon irgendwie wieder raus. Und so ein bisschen Miasma-Atmosphäre aufsaugen kann auch nicht schaden. Oh, das war aber ganz gut. Ja. Nein, das ist schlecht. Sehr schlecht. Oh, das war aber ganz gut. Ja. Oh Mann. Das hat man leider aus der Entfernung nicht gesehen. Aber auch hier kein Verlust. Nee, das machen wir nochmal. Oder darfst du keine Sekunde drauf stehen und ist vorbei. Ach nee, genau, wir machen mal die richtige Quest. Dann wird das direkt angezeigt. So, auf ein neues. Sollen wir erstmal darüber vielleicht? Ah, das wird er nicht schaffen. Ich weiß halt nicht so genau, wo dieses Magma oder was das ist, verläuft. Aber da stehen Ruinen, da kann das nicht sein. Ja, das sieht gut aus. Ah, sehr cool. Oh, Hallo? Salzquell. Nehmen mal ein bisschen was mit. Aus der Verborgenheit erstickt und verschlungen. Das Miasma verschlingt alles, sogar uns. Wir verlieren uns in der Dämmerung. Verschwinden und verwandeln uns im Meer der kornblumenfarbenen Zwielichts. Noch nie habe ich eine Krankheit, einen Fluch von solcher Mächtigkeit erlebt. Der Nebel verbrennt die Augen und Lungen, doch er tötet nie vollständig. Er breitet sich aus. Er manipuliert, er zerfrisst uns ganz langsam und lässt nur eine tote Hülle zurück. Es gibt kein Heilmittel dagegen. Nur die Macht der Flamme kann das mir erstmal im Zaum halten. Ja, optimistisch. Schauen wir eben. Was es hier denn sonst noch so gibt. Was? Ich höre dich. Wo bist du? Zeig dich, du Schuft. Das war es ja schon wieder an der Stelle. Das hat so teilweise was, gerade mit diesem Gebäude da jetzt, schon was von Hogwarts Legacy so ein bisschen. Was mir ja auch durchaus sehr gefallen hat. Das kam dann irgendwann an so eine Grenze, wo ich dachte, okay, jetzt ist es wirklich immer wieder das Gleiche. Beim Kampfsystem gab es hier und da so ein paar Schwächen, aber so an sich kein verkehrtes Spiel, finde ich. So, das ist jetzt. Was habe ich hier jetzt gerade aktiviert? Was soll das sein hier? Ernten. Salzquelle, sehr schön. Gut zu wissen. Oh. Schauen wir uns das mal an. Was gibt es hier zu holen? Da oben steht einer.
glaube, ich stehe zu weit weg. Haha! Warte doch kurz. Oh, hier die ganze Bande. Aua, aua, aua. Ja. Bist du sicher, dass du das willst? Ah! Aua. Das war's mit euch. Ich hoffe, hier drin gibt es ein Bett. Dann können wir nämlich die Nacht überspringen. Sieht doch schon mal vielversprechend. Ja, also ein Bett gibt es, aber schlafen kann ich hier nicht. Plündern. Nee. Aber da sich die Krypta eh im Dunkeln befindet, quasi, macht das keinen Unterschied, ob ich hier tagsüber bin oder nachts. Und er ist ja sehr motiviert. Den hätte ich auch gerne in meiner Armee. Also, na gut, dann gehen wir halt. Den, der soll ich angreifen? Okay. Aua! Okay, der widersteht dem Giftschaden, glaube ich. Warte mal, was sammle ich denn hier eigentlich die ganze Zeit auf? Ach, das sind die Dinger und... Hier war doch noch was. Rostiges Kurzschwert. Schaden 17. 14. Das zerlegen wir. 17. Was habe ich denn gerade? 16 leider nur. Macht so fast mehr Sinn, oder? Bisschen mehr Schaden. Kann nicht schaden. Hab ich mir selbst ausgedacht. So, dann gucken wir mal. Wir nehmen ein paar Glühwürmchen mit. Bin ich hier richtig? Was ist dahinter, so wie es aussieht? Nee, das ist da drin, oder? Warte mal, nicht, dass ich da reingehe. Nee, das ist dahinter. Geht mal darüber, da ist ein Haus. Was ist das für eine Gegend hier? Bitte Spiel, klär mich auf. Gar nichts. Ah, Morvenna. Jetzt brauche ich eure Knochen tatsächlich mal so richtig, weil ich die Knochenblöcke... Was war das denn da? Spinne. Die Knochenblöcke herstellen kann. Jetzt
Zauberstab. Ach, wir haben übrigens noch hier 4 Punkte haben wir. Zeig mal her, das haben wir bereits. Sprungangriff. Wenn du mit einer Nahkampfwaffe ausgerüstet bist, kannst du einen Sprungangriff ausführen, der 50% mehr Waffenschaden in kleinen Explosionsradius verursacht. Finde ich gar nicht schlecht. Schleichen halte ich für schwierig hier. Prozent weniger Ausdauer beim Gleiter. Bisher kam ich noch nicht an den Punkt, an dem der... Na, das machen wir beim nächsten Mal. Fernkampfschaden. Die Ausdauer um 10. Das macht schon eher Sinn, aber hierfür bräuchte ich... Ach doch, warte, wir machen es so. Und dann so. Dann haben wir auch ein bisschen was von. Okay. Sehr schön. Gefällt mir gut. Wie ein guter Hut. Muss ich nur noch treffen. Macht allerdings den gleichen Schaden bisher. Nämlich 30. Aber hier haben wir noch eine Truhe. Gib mir das. Regeneration 20, den haben wir schon. So, ich nehme an, rot heißt nicht Freude. Was wächst denn da drüben? Das muss ich sehen. Das muss ich sehen. Was gibt es hier zu kaufen? Klauen. Was ist das hier? Das Übliche. Schade, ich dachte, das wäre was Neues. So, wie soll ich denn jetzt darüber kommen? 180 Meter. Hier am besten, oder? Dadurch. Oder hier vielleicht noch. Wir schauen. Nee, das wird so nichts. Aua! Stirbt ja leider sofort, sobald man da im falschen Gebiet ist. Ich muss mal eben schauen. Ich müsste hier durch oder einmal außenrum. Ich würde es aber schon ganz gern wissen, ob ich hier durch kann. Nee, das geht, oder? Ich sehe gar nichts. Hallo? Aua, ich wollte gerade schießen. Oh, die hauen ganz schön rein. Oh Mist, das war das Schwert. Ich hab's getauscht. Haut mal ab. Die hinterher? Leider ja. Ist gut. Hau mal ab jetzt. Ist gut.
Wo habe ich denn die Bandagen jetzt? Die waren vorher auf der 6. Und jetzt sind sie weg, oder wie? Das blicke ich noch nicht so ganz. Müssen wir uns halt so kurz regenerieren. Ich glaube, ich muss da auch nicht unbedingt durch. Ich muss halt auf die andere Seite. Warte mal, habt ihr Garn dabei? Leider nicht. Genau, das ist der Weg, den ich meinte. Entweder ist es doch direkt da unten drin. Oh, die Sonne geht auf, oder? Was leuchtet denn hier so rot? Das ist oben drauf. So, wir schauen mal. Was ist das denn? Soll das die Sonne sein? Oh, das sind ein paar mehr. Hier weg. Was ist das denn da? Oh nein, hau mal ab. Sehr gut. So lobe ich mir das. Wir haben Heiltrank dabei, aber den will ich jetzt nicht verplempern für sowas. So, hier... Kommen wir darüber daran. Es ist da unten. Man denn da rein? Das ist ja unglaublich. Wahrscheinlich genau da, wo ich jetzt gerade geflohen bin. Das müsste bestimmt der Eingang sein. Bestimmt hier durch.
Alles andere macht jetzt, wo ich alles gesehen habe, eigentlich keinen Sinn, weil mich da durchgraben, das wird nicht passen. Das sind bestimmt die Jungs hier oben, die auf mich warten. Howdy! Ja, das sieht gut aus. Also sieht gar nicht gut aus, aber es sieht gut aus. Oh, was? Nein, hau ab! Nein. Oh Gott! Oh, ist das furchtbar. Oh Gott. Ich bin nicht vorbereitet. Geht weg. Alle weg. Es sind viel zu viele. Nee. Oh, das war verdammt knapp. Nee. Da müssen wir nochmal herkommen. Das bringt mir ja gar nichts. Viel zu stark. Habt ihr die Menge gesehen, wie viele das waren? Jetzt wissen wir wenigstens, wie wir reinkommen, aber nee, das muss nicht sein. Ach, das ist ein Wiederbelebungspunkt. Ah. Nee, viel zu stark. Das weiß ich jetzt. Das ist nicht schlimm. Ach, jetzt sind wir hier unten. Dann machen wir das doch hier, oder nicht? Eieiei. Das war eine Riesenmenge. Da muss ich auf jeden Fall mit einem besseren Schwert, mit einer besseren Waffe, die aber sehr schnell schlägt und dann aber natürlich auch der besseren Rüstung. Das heißt, wir sollten uns dann in der nächsten Folge auf den Weg machen, die Handspindel. Schreinerlage. Zu besorgen, damit sie uns bessere Rüstung machen kann. Dieses Land, Morvenna, wäre wohl ruhig und friedlich, wenn diese Plagegeister nicht wären. Sie nagen an allem, was ich aufbaue, von der Scheune über das Denkmal bis zum Herrenhaus. Alles zerfetzt von diesen wilden Bestien. Als würden sie sich über mein Handwerk lustig machen. Sie waren nicht immer so grausam. Wurden sie vielleicht gezwungen, ihren natürlichen Lebensraum zu verlassen? Ist diese Verderbnis daran schuld, von der die Leute erzählen? Tante Irvetta meint, dass sie wohl Angst haben. Und sie meint auch, ich könne das nicht sehen, wahrscheinlich wegen meines einen Auges. Ich fand das nicht lustig. Kate Hawthorne. Ging fast schief. Ich will darüber. Bestimmte Gegenstände werden gedroppt. Was ist das denn? Ja, das ist alles. Also, ich habe auch nichts dabei gehabt, aber. Die werden überall angezeigt, die gehen gar nicht weg. Eieiei, das kann ja was werden zum Ende hin. Hm. Ja, schade. Ich dachte, da kommt man irgendwie kurz rüber, wenn man einmal kurz auftippt oder so und dann rüber. Aber man ist komplett durch dann gleich. Und hier komme ich leider auch nur dadurch ran. Ja, ich muss zusehen, dass ich zum einen die Flamme verstärke, damit ich selbst mehr aushalte gegen das Miasma. Und zum anderen schauen, dass ich der Jägerin, ne? Oh, was haben wir denn hier? Das sieht ja cool aus. Ich will gar nicht wissen, was hier wohnt. Ich will es gar nicht wissen.
So, hier komme ich aber so rein, oder nicht? Ich muss da rüber. Ich verstehe nicht, warum das... Warum das so schwer ist. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Sag mal... Ja gut, war schon ein bisschen... Das her wieder. Ich kehre jetzt erstmal um. Genug Elend gesehen. Muss schauen, dass ich das irgendwie ein bisschen verstärke. Also, den Schreiner kriege ich so auf jeden Fall nicht. Die sind viel zu stark und viel zu viele. Äste und Feuerstein, Tierfell, oh, hier Harzfackel. Harz und Wachs. Das machen wir mal. Tierfell trockengestellt, Pfeile, kleiner Rucksack. Wanddekoration. Den haben wir tatsächlich. Holzbretter, gut, dafür brauchen wir den Schreiner, nehme ich mal an. Was fehlt hier? Seelen und Stärke die Flamme. Funken 5. Ich habe einen Plünderer Mutterkopf. Ausrüstung verbessern. Rostiges Kurzschwert. Verbessern. Schaden 19. Das ist repariert. Sehr schön. Ich würde vorschlagen, wir... Jetzt haben wir ja die bessere Fackel. Die nehmen wir mit. Die kann hier raus. Das Ding kann auch vorerst raus. Der Ring kann rüber und die Runen ebenfalls. Haben wir sonst noch irgendwas? Ach, die Pfeile. Warte mal, hat er jetzt die Pfeile? Ist natürlich immer die Gefahr, wenn man sowas benutzt. Sehr gut. Genau. Harz und Wachs kann rüber. So. So, das macht schon eher Sinn. So nämlich. Kann rüber, das haben wir hier in Dietrich, nehmen wir ebenfalls mit. Pilz kann rüber, das auch. Müssen wir eh erstmal braten. Lehrlings Zauberstab. Doch das und die Keule, das kann erstmal weg. Ich muss irgendwas in der Nähe machen. Schrein der Flamme. Friedlicher Acker, genau. Ugium. Das wäre der nächste hier, ne? Können wir den vielleicht machen? Dann schauen wir mal, dass wir die nächste Wurzel da bekämpfen. Und den nächsten Boss. Weil wir brauchen jetzt ein bisschen XP und... Warte mal, das ist doch aber nicht der Wegpunkt hier. Den haben wir schon. Ach, der ist hier direkt hier drüben. Waren wir da schon?
Oh, Sturzflug geht auch. Oh, komm, 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 komm. Aber sehr knapp. Das schauen wir uns an. Ich denke, das ist in einem Bereich, der durchaus realistisch ist, hier für mich zu schaffen ist. Da ist sogar schon direkt der Eingang. Oder? Nee, hier. Ja, hier, da bin ich. Sehr gut. Aua, was wollt ihr? Da drüben. Kurz erholen, auch wenn ich nicht endlos viel Zeit hier habe. Aua! Ah. Oh, was war das denn? Oh nein, der Pilz. Er weicht nicht aus. Ausdauer. Sehr gut. Schrei mal ein bisschen. Ach, warte mal. Wie mussten wir das machen? Das war die Axt. Here we go. Hier ist gar kein Boss. Okay, das gibt's also auch. Sehr schön. Ja, das ist doch sehr viel angenehmer, wenn man hier mal ein bisschen was sehen kann. Nicht da rein. Nicht da rein. Drüben könnte es noch was geben. Da ist auch schon wieder Miasma, so wie es aussieht. Die Axt. Gibt's hier noch was für mich? Okay, ansonsten würde ich sagen, geht mir wieder raus. Das war erfolgreich. Nein, oh, da ist eine Truhe. Da haben wir Bandagen.
Haben wir oben vielleicht nochmal so eine Truhe? Bei dem ersten Brunnen gab es oben eine Truhe. Schau mal eben auf die Karte. Also. Das hätten wir erledigt. Ich finde es ein bisschen schade, oder aber ich check das noch nicht so ganz, dass hier trotzdem noch Miasma ist jetzt. Also bis auf den Punkt hier, an dem ich bin, aber so im Allgemeinen. Da drüben ist ja auch noch so viel. Würde mir fast besser gefallen. Ja, da haben wir den. Wenn das komplett verschwinden würde. Weil das ist jetzt hier in dem Gebiet zumindest immer noch. Schauen wir mal, ob wir überhaupt wieder rauskommen. Über diesen Weg. Aber es sieht fast... Ah, doch, da vorne vielleicht. So, das Ding hätten wir erledigt. Sehr schön. Ah ja, genau. Ja, ich weiß. Sind wir auf der anderen Seite der Brücke? Was haben wir denn hier oben eigentlich? Vielleicht können wir ein bisschen was zusammenlooten. Da oben scheint eine kleine Höhle zu sein. Was hier? Gar keine Äste dabei. Vielleicht, weil ich 17 Mal gestorben bin, aber ich bin nicht sicher. Aber hier gibt es eine Truhe. Vielleicht ist hier irgendwo noch eine Waffe dabei. Ja, das ist auch okay. Hier. Also kann ich mich jetzt natürlich auch gar nicht mehr wehren, weil hier werden noch ein paar sein. Da geht's aber durch zu dieser Hütte. Ich kann jetzt schauen, dass ich aus dem Rucksack... Hat es gereicht? Nee, hat's nicht. Na dann. Schutzstein. Was ist das hier? Was ist dies? Au, Dietrich. Sehr cool. Passiert von ganz allein, da muss ich nichts machen.
Was geht denn hier ab? Dietrich? In guten wie in schlechten Zeiten, Yolanda ist immer noch schwach. Sie kann kaum ihren Körper aus dem Bett heben. Sie schläft nachts und hat Hitzewallungen und Schüttelfrost. Ich dämpfe ihr schmerzvolles Stöhnen mit einem Kissen. Sie dürfen nicht wissen, dass wir hier sind. Sie sind immer da draußen, streifen umher, schreien in der Nacht, in die Nacht. Wir sind umzingelt. Ich will nicht, dass sie unser Ende sind. Ich will Frieden. Ich werde immer an deiner Seite sein. Ich verspreche es dir. Ich liebe dich, Yolanda. Alienor. Ja, krass. Guillotine. Warte mal, kann ich diese Truhen, aber die... Nee, das habe ich, glaube ich, schon mal probiert. Da haben wir noch mehr Feuerstein. Hier geht's weiter ins Miasma zurück. Wir haben da oben noch einen Schrein der Flammen. Kommt her, ich habe eine neue Waffe. Boah, die ist viel zu langsam. Die gucken so, was macht der da? Da oben. Das ist da drüben drauf, ne? Ja, sieht fast so aus. Komm ich hier hoch vielleicht? Hahaha. Danke. Höhlenpassage. Ich werde gleich wieder sterben. Nee, doch nicht. Könnte darüber. Ich weiß tatsächlich nicht, ob mir das was bringt. Ah ja, doch, da geht's weiter rein. Nichts. Die Axt ist so krass langsam. Gib ihm. Oh, sehr schön. Geht's wieder hoch? Aber hier drüben geht's doch raus, oder habe ich das falsch gesehen? Nö.
Das ist schon ganz richtig. Sehr schön, das hätten wir. So, ich habe hier irgendwo noch eine Markierung, das können wir erstmal löschen. Ja, der Schreiner auf jeden Fall zu schwer. Also nicht der Schreiner selbst, sondern das Gebiet da drumherum. Ich würde vorschlagen, beim nächsten Mal schauen wir tatsächlich. Und ich glaube nicht, dass das da oben leichter wird. Ja, das ist schon sehr weit weg. Da. Damit die Jägerin uns bessere Rüstung machen kann. Denn wir müssen ein bisschen mehr aushalten. Das reicht so nicht mehr. Und ansonsten schaue ich jetzt mal eben kurz beim Schmied und bei der Schmiede, ob wir da irgendwas machen können. Schau mal, was will er denn zum Beispiel? You need my services? Wir sind Staubkörnchen in einem Wirbelwind aus Sternen, mein Freund. Traust du dich, die Hand auszustrecken, um ein Stück der Ewigkeit zu ergreifen? Vielleicht wäre ein ewiger Zauberspruch etwas für dich. Ich weiß, dass ein solcher in einer unterirdischen Gruft zusammen mit seinem schrecklichen Meister begraben wurde. Du könntest damit eine Menge Gutes tun. Da muss ich natürlich auch drüber nachdenken, die Magie langsam mal zu nutzen. Wir schauen mal kurz hier vorbei. Das ist weiterhin das. Sag mir, was du brauchst. Einhändige Waffen. 17, 16. Gut, das ist natürlich nicht schlecht. Metallplatten und Garn. Fight fire with fire. Dann haben wir wenigstens einen richtigen Schild. Oh, warte mal. Das Ding geht hier auch, oder wie? Besser als... Ja, nee, das ist ja wirklich nix. Nee. Machen wir das so. Das Ding kann raus. Läuft da draußen was? Ach nee, warte mal, das ist ja hier, ne? Ah! Ha! Glühwürmchen im Haus. Genau, das Ding, Jägerbogen, rostiges Kurzschwert, kann man nur einmal verbessern, die Guillotine viermal. Ist mir dennoch zu langsam. Warte mal, welchen Jägerbogen habe ich denn gerade? Das ist dieser hier. Hinterhaltsschaden um 20% erhöht. Einfach ohne Wand. So in der Wildnis. Geht schon, ist nicht kalt, ist schon okay. Steht leider auch nicht, ob das irgendwie so... Wisst ihr so von wegen... Welche Stufe man da sein sollte oder wie stark da die Feinde sind oder so. Ich würde sagen, wir machen das mal als nächstes. Wo haben wir den Punkt? Was ist das hier? Nee, das ist der Zauber. Ach, das ist direkt daneben. Naja, das ist ja auch praktisch. Wobei das Gebiet war ja durchaus machbar. Hier drüben wurde es schwierig. Ja, schauen wir beim nächsten Mal, wie wir es machen. Aber ich denke, da muss ich jetzt demnächst mal hin, weil die Rüstung muss stärker werden und so. Da muss ich auf jeden Fall zusehen, dass ich da dranbleibe. Zudem brauche ich irgendwie eine Waffe, die ich besser aufwerten kann. 16 Schaden. Hier haben wir schon 19 Schaden. Lehrlingszauberstab, Schaden 14. Hirtenstab 14.
20. Dann nehmen wir das Ding auch nochmal mit. Erdwegblock. Oh, wir haben so viel Metallschrott, dass das nicht mal mehr aufgenommen werden kann. Müssen schauen, dass wir die Funken irgendwo ablegen. Ach da, okay. Da, die stacken sich sehr gut. Da haben wir jetzt drei. Okay, hier haben wir noch eine andere Waffe. Die kann raus, die können wir im Grunde sogar zerlegen. So, damit ist das repariert. Ah, das ist doch schon besser hier. Schauen wir mal hier. Keine Munition. Ah, okay, das dient dann quasi mit Q wie der Bogen. Ich verstehe. Ja, warum nicht? Kann man dabei haben. Dient dann natürlich. Warte mal, der Alchemist-Typ. Gesundheitstränke, lila Beeren, roter Pilz. Genau, hier kann ich die Dinge herstellen. Auch hier wieder Teer. Schleifstein, Feuerstein und Stein. Wollen wir uns das mal eben anschauen? Knochenmehl. Wir haben auch nur ein Rezept. Dafür brauchen wir nur Knochen. Ja, wir schauen mal, ob wir noch ein paar haben. Jede Menge sogar. Hier habe ich gerade Platten gesehen, oder? Ja, die hauen wir mal direkt hier in die Schmiede. Dann weiß ich immer, wo sie sind. Und bei den Knochen, die hauen wir jetzt erstmal alle da rein. 53 Minuten. Was kann ich denn mit Knochenmehl herstellen? Ah, hier zum Beispiel, okay. Leuchtstaub. Der Mörser, wie stelle ich den denn her? Dafür brauche ich Knochenmehl und Erde. Okay. Catch you later. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir das erstmal dabei. Beim nächsten Mal könnten wir natürlich hier rüber. Aber ich habe das Gefühl, hier drüben ist es schwerer als hier oben, ehrlich gesagt. Schreinerlager, erobere die Wildnis zurück. Höhleneingang.
dann holen wir das Zeug und dann schauen wir, dass wir stark genug sind, weil die Jungs hier mit der neuen Stärke, das ist mir nix. Da bin ich noch nicht stark genug. Erhöht deine Stärke im Attribut um 1. Erhöht den Nahkampfschaden um 5%. Das brauche ich auf jeden Fall. Was haben wir hier noch so? Doppelsprung? Kann auch nicht schlecht sein. Sprintgeschwindigkeit wird um 10% erhöht. Ausdauerverbrauch um 10% reduziert. Ja, das klingt nach einem guten Deal. Ja, sehr schön. Okay. Okay. Leute, wir haben einen Plan. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.